So, das war der Jingle zu meinem Podcast Woman Hit Harder. Hier Jürgen Vogel. Heute zu Gast Julia Dorni. Julia, schön, dass du hergekommen bist. Ich weiß, du hast wahnsinnig viel zu tun. Jetzt haben wir zum Glück diesen kleinen Erkältungsschnupfen, der dazu führt, dass man viele Dinge nicht wahrnehmen kann. Deswegen freue ich mich natürlich ganz besonders, dass du Zeit hattest, in meinen Podcast zu kommen. Wie geht's dir denn heute? Ja, lieber Jürgen, ich danke dir erstmal für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist eine große Ehre für mich, hier in diesem Podcast sein zu dürfen. Mir geht's hervorragend. Ich bin noch nicht betroffen, Gott sei Dank. Willst du wissen, warum ich meinen Podcast Woman Hit Harder nenne? Ja, unbedingt. Weil ich damals auf dem Schulhof mal eine geklebt gekriegt habe von Mädel, die ich eigentlich ganz toll fand. Und ich habe die wahrscheinlich falsch angesprochen in dem Alter der Pubertät. Überreißt man ja manchmal so einen Bogen. Und sonst mache ich viel so Eigenkörpertraining. Also wirklich so. Wolltest du gerade Alcatraz sagen? Alcatraz mache ich viel. Genau, Alcatraz-Training. Ist auch geil. Wir erfinden neue Namen und neues Trainingsprogramm. Heute ist Alcatraz-Trainingsprogramm. Wir wollten das doch heute noch nicht publik machen, Mensch. Julia. Ich habe neulich meinen alten Gameboy wieder entdeckt beim Aufräumen meiner sozusagen Technikkisten. Ja, man lebt ja irgendwie auch in Kisten. Ja. Und dann war da dieser Gameboy Pocket, den ich im Alter von 6 Jahren von meiner Omi bekommen habe. Ja, der liegt mal. Und der Bildschirm ist müh kaputt, aber ich habe Batterien reingeschmissen und ich habe wieder so Tetris gesuchtet, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, du machst so eine Reise wieder zurück in diese... Hammer. Ja, und eigentlich hat sich nichts verändert. Also, du hast alles da, was man, glaube ich, wirklich braucht für einen guten Kämpfer. Egal ob Mann oder Frau. Also da sehe ich auch keinen Unterschied, weil das ist, du hast alles. Du hast die richtige Physis, glaube ich, die richtigen Kampfgeist, Ehrgeiz. Du hast die richtige Anlage einfach auch so. Es ist ja auch so. Habe ich eine Stereoanlage? Du hast die Stereoanlage. Du bist so richtig gut, Mann. Guter Sound.